Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat gestern nach zwei starken Handelstagen einen Rücksetzer erlebt. Der DAX startete bereits mit Abschlägen und baute seine Verluste schnell aus. Zeitweise lag er unter 14.600 Punkten. Am Ende rettete er sich über diese Marke und schloss mit einem Minus von fast 1,5% bzw. 214 Zählern. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Johanna Krämer. Also gestern gab es wieder einmal deutliche Verluste. Auf was für einen Start müssen wir uns denn heute einstellen? Einen schönen guten Morgen hier aus Frankfurt. Ja, wir erwarten, dass der deutsche Leitindex weiter abgibt. Und gerade gestern hatten wir ja gesehen, wie abhängig tatsächlich auch die DAX-Performance von den Nachrichten bezüglich des Ukraine-Krieges ist. Es ging gestern für den Leitindex wieder deutlich nach unten. Dazu kam auch noch, dass die Wirtschaftsweisen die Konjunkturprognose für 2022 und 2023 gesenkt haben. Und die Inflationsdaten, ja, die waren auch alles andere als berauschend. Dementsprechend erwarten wir den DAX heute mit leichten Abschlägen, 0,4% im Negativ. Bereich, aber trotzdem noch über der Marke von 14.600 Punkten. Wir sehen den Ölpreis heute auch wieder deutlich rückläufig, zwischenzeitlich sogar 5% im negativen Bereich und damit auch deutlich unter der Marke von 110 Dollar pro Barrel bei der Nordseesorte Brent. Hier wird der Fokus natürlich heute auch auf dem Online-Treffen des Ölkartells von OPEC Plus liegen. Auch Russland gehört ja bekanntlich dazu und es wird darüber verhandelt, wie hoch die Fördermenge für den Monat Mai werden soll. Und einige Experten gehen davon aus, dass man hier die Förderung moderat anheben wird. Also es bleibt spannend. Vielen Dank, Johanna. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Markt.de, die ist heute Encavis. Encavis hat am Mittwoch nachbörslich Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht und die Märkte überzeugt. Vor allem der Ausblick auf 2022 kam sehr gut an. Die Aktie legte deutlich zu. Damit löste der Kurs eine mehrwöchige Konsolidierung nach oben auf. Aus technischer Sicht ergeben sich auf der Oberseite jetzt gleich vier neue Zielzonen. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen.